Hallo, ich bin Andersen Storm. Es ist 2023, Vorlesetag, internationaler Vorlesetag. Und ich lese euch heute einen Text vor, den ich geschrieben habe für die Premiere einer Lesebühne, die heißt 3 auf A4 und letzten Monat in Schwerin gegründet wurde. Und der Text heißt: Du kannst nicht auf gut Deutsch Englisch reden, von Andersen Storm. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr ein Buch kaufen würdet, das in diesem Stil geschrieben ist. Du kannst nicht auf gut Deutsch Englisch reden, von Andersen Storm. Man kann ja nicht alles haben und man kann auch nicht alles sein. Man muss sich schon entscheiden, Frau auch und auch Gendersternchen. Man kann auch nicht allem angehören, genauso wenig wie man für alles verantwortlich sein kann. Ja, man kann von anderen für alles verantwortlich gemacht werden. Das ist aber etwas anderes als sein. Das kann ja nicht einmal der Schöpfer, die Schöpferin, das Schöpfende selber. Nicht einmal das Wertschöpfende, womit nicht das Arbeitende gemeint ist. Man kann nicht lohnabhängig beschäftigt sein und gleichzeitig Werte schöpfen. Also, theoretisch geht das schon. Praktisch wird das Wertgeschöpfte aber sofort dem Arbeitgebenden übereignet und damit an die Backe genäht. Somit geht die Leistung über von dem Leistung Erbringenden zu dem Arbeitsermöglichenden. Man kann also nicht wirklich leisten und dafür entlohnt werden. Man wird irgendwie entlohnt oder auch nicht. Laut Vereinbarungen, für die man auch nicht wirklich etwas kann. Man hat nur die Wahl, sie anzunehmen oder abzulehnen. Ja, es geht die mehr um, man könne verhandeln. Aber der Spielraum ist oft eine homöopathische Dosis und Frauen werden schlechter bezahlt, weil sie diese Dosis nicht ausreizen. In Wirklichkeit haben sie nicht die Wahl, aber das ist egal. Man kann nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, ohne dass die Mehrheit der Finger auf einen zurückzeigt. Man kann das aber ignorieren. Frau auch. Gendersternchen werden gleich bezahlt und zahlen auch dafür einen Preis. Ein Mensch kann sich seine Pronomen aussuchen. Jemand hat wenig Einfluss darauf, dass sie dann auch tatsächlich im Arbeitsvertrag erscheinen. Aus rechtlichen Gründen, die man nicht abwählen kann. Man kann nicht beides sein, frei gegendert und gut bezahlt. Angestellt. Da muss man sich dann schon einordnen. Klosterfrau Melissengeist ist nicht. Entweder Klosterfrau oder Melissengeist. Entweder eine Stimme haben oder sie abgeben. Mit der Stimmung ist das ähnlich. Du kannst nicht gleichzeitig gute und schlechte Laune haben. Du kannst auch nicht gleichzeitig in Moll und in Dur singen. Das geht zwar alles in einem Musikstück, aber immer nur nacheinander. Du kannst auch außerhalb dieser Tonalitäten, dieser Klammern, dieser einschränkenden Bedingungen singen, aber nicht verhindern, dass du dann mit Yoko Ono verglichen wirst. Du kannst nicht gleichzeitig entdecken und erfinden. Das ist zwar wahr, aber zu schwer für diesen Text. Du kannst eine freie, von allen Regeln der Kunst und der Vernunft abgehobene Meinung haben. Aber nicht verhindern, dass dir dann widersprochen wird. Du kannst nicht als Apologet der Wahrheit gelten und vollständigen Unsinn von dir geben. Wenn Apollo geht, ist er auch weg. Du kannst nicht gleichzeitig in einer Talkshow sitzen und dem Gesprächsgegenstand angemessen kommunizieren. Du kannst nicht gleichzeitig Künstler sein und dich unterordnen. Du kannst nicht von deiner Kunst leben, wenn sie brotlos ist. Du kannst nicht wirklich von Kunst sprechen, wenn du Brot verkaufst. Ja, gutes Handwerk kann eine Kunst sein, aber nicht künstlerisch, weil du ja davon leben kannst. Wenn auch nicht unbedingt. Gut. Du kannst nicht gleichzeitig Musik veröffentlichen und gehört werden. Du kannst auch nicht gleichzeitig podcasten und den Mund halten von Dingen, von denen du nichts verstehst.
Du kannst auch keine Lesebühnentexte schreiben und davon leben. Dazu müsstest du ins Fernsehen, in Satiresendungen. Und du kannst nicht gleichzeitig lustig sein und in Satiresendungen auftreten. Aber das weiß nicht nur Dieter nicht. Du kannst nicht gleichzeitig hinter der Bühne und auf der Bühne stehen oder im Publikum sitzen. Du kannst nicht gleichzeitig im Parlament arbeiten und im Berufsleben stehen. Ja, das geht monetär. Das stimmt schon. Physikalisch geht's halt nicht. Du kannst den Kuchen nicht gleichzeitig essen und aufbewahren, wie wir Amerikaner sagen. Und du kannst nicht lange Texte schreiben und damit kurz mal was gesagt haben. Obwohl,